So, willkommen zu einer neuen Folge 7 Tage, 7 Stops, Ausgabe Weidersroda. Denn wir haben letztens in Weidersroda wieder mal 7 Pokestops eingereicht. Und wir wollen euch heute die Auflösung zeigen, wie viele Stops wurden angenommen, was ging alles durch, was ist ein Stop geworden, was nicht, was ist in Ingress vielleicht ein Stop geworden und ist in Pokémon nicht erschienen, in Pokémon Go. Und ihr werdet vielleicht sehen, meine Nase sieht komisch aus. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit dem Adi um die letzte Salami. Wer gewonnen hat, ihr könnt es euch vielleicht denken, ne? Seht mich an. Das ist aber egal, ne? Oh mein Gott, ich lieg so im Bett und er kommt an und er beißt mir einfach in die Nase. Ich glaube, der wollte mich umbringen. Aber egal, da kommt das nächste Auto. Wir sind jetzt hier an der Bushaltestelle. Die seht ihr hinter mir, wenn ihr euch rumdreht. Wir fahren auch immer schön die Autos vorbei und wir machen das ein bisschen durcheinander, denn wir kümmern uns jetzt erstmal um das Steinkreuz. Das Steinkreuz haben wir eingereicht, da musste ich mit dem Fischi tief in den Wald reinlaufen. Der Wald ist ja auch hier hinter mir zu sehen. Wir waren irgendwo da hinten im Wald versteckt. Da war das Steinkreuz, das haben wir fotografiert, wie Blair Witch Project mäßig haben wir dort gestanden. Und guckt euch das an, es wurde akzeptiert auf jeden Fall. Hier seht ihr nochmal das schöne Foto, was ich eingereicht habe. Und ich habe euch auch nochmal hier abgescreent, das Umgebungsfoto, das ist meiner Meinung nach nämlich ganz wichtig. Viele machen Umgebungsfotos einfach so, dass sie dann eine grüne Wiese fotografieren und sagen, hier alles sicher, freier Zugang. Aber es sollte darauf geachtet werden, dass der Pokestop, den ihr einreicht, auch auf dem Umgebungsfoto zusätzlich mit zu sehen ist. Sonst könnte man ja einfach irgendwas als Umgebungsfoto nehmen. Ihr seht das also direkt schön. Den Pokestop in Szene gesetzt und nochmal die Umgebung, dass man ein bisschen drumherum sieht. Das ist wichtig, Fotos machen da viel aus. Die Beschreibung könnt ihr euch selber noch durchlesen. Ich bin leider immer so faul und schreibe das, was ich bei dem Pokestop reinschreibe als Beschreibung, nach unten in die Anmerkung nochmal rein, als zusätzliche Infos. Könnte man natürlich ein bisschen anders machen, aber wenn ihr jetzt ins Spiel schaut, seht ihr schon, der Pokestop ist vorhanden, wir gehen hier drauf. Aber wenn wir ins Spiel schauen, er ist gerade weggerannt, ich musste das jetzt nochmal. Wenn wir ins Spiel schauen, seht ihr schon, der Pokestop ist vorhanden, wir gehen hier drauf. Und da habt ihr das Steinkreuz, richtig genial auf jeden Fall. Viele werden sich jetzt wundern, wir waren letztens im Wald, jetzt stehe ich an der Bushaltestelle. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe den ein Stück nach außen verschoben. Denn wenn hier die Bushaltestelle ist und gerade hier früh ist auch die Kinder stehen und auf den Bus warten, dann können die wenigstens ein bisschen ein Lokmodul anschmeißen oder mal ein Pokémon fangen oder einfach mal den Stop drehen, einfach um das zu fördern, dass da gespielt wird und dass die Kinder nicht bei dem Wetter, bei dem Matsch, bei dem Dreck jetzt hier mitten in den sumpfigen Wald reinlaufen. Es ist ja immer noch auf derselben Höhe, es ist trotzdem in der Nähe und wer hier in den Wald reinläuft, kann das auch finden. So, wir ziehen auf jeden Fall weiter zum nächsten Pokestop, zeigen euch den und gucken, ob der was geworden ist. So, da sind wir am nächsten Spot angekommen. Was haben wir noch eingereicht? Ihr seht es hinter mir hier schon. Was ist das, ne? Das Vereinsheim Weidersroda. Ich mach mal kurz so. 30 Jahre SG Weidersroda. Wir gucken mal wieder ins Spiel, ob das geklappt hat. Fischi leider nicht dabei. Dafür die kaputte Nase. Und ihr seht schon, Vereinsheim SG Weidersroda akzeptiert. Hier seht ihr wieder das normale Foto, was ich für den Stop genommen habe. Und auch das Umgebungsfoto. Achso, da muss ich ja wieder hier rüber switchen. Da seht ihr das Umgebungsfoto. Ihr seht also deutlich, ihr könnt den Pokestop noch sehen. Und ihr seht, dass das mitten irgendwo im Wald steht. Nicht an der Straße, sonst was. Aber auf jeden Fall der Stop direkt mit drauf. Jetzt gucken wir mal ins Spiel. Und wir sehen schon im Spiel, oh mein Gott, das sind einfach 2 Stops. Jetzt rennt er auch noch weg. Wie vorhin, ich hasse das hier. Jedes Mal mit dem GPS und dem Ganzen drumherum. Wir sehen das aber hier, Vereinsheim, SG Weidersroda. Ist ein Stop geworden, ist im Spiel, ist zu sehen. Hat wunderbar funktioniert, ist sogar hier ein Rüpel dran. Mit welchem Satz? Buhu, buhu, uhu, uhu, buhu, buhu. Auf jeden Fall der Geistersatz. Da könnt ihr also noch ein paar Geister-Pokémon rausziehen. Brauche ich aber jetzt nicht. Hier geht es um die Stops, ne? Und wir laufen mal darüber. In der Zwischenblende drehe ich den Stop, zeige euch, was der andere ist. Ihr könnt es euch natürlich schon denken. Trotzdem, professionelles Video mit Zwischentakes.
So, weiter geht's. Da musste ich ja nur 2 Meter laufen, mich bewegen. Ihr habt es natürlich eben schon gesehen, dass genau daneben der nächste Stop ist. Und was ist beim Vereinsheim natürlich noch gewesen? Genau der Sportplatz. Den sieht man hier hinter mir. Da hinten ist ein Tor. Hier stehe ich direkt vor einem Tor. Ne? Ramses, der Tormann, richtig genial. Zeige ich euch nochmal so rum. Ne? Guckt euch das an. Und wenn wir natürlich hier reingucken ins Wayfahrer-Programm, seht ihr Sportplatz Weidersroda akzeptiert. Hat sogar ein Upgrade erhalten von mir, weil der lange immer zu in der Warteschleife war, habe ich den geupgradet. Ich hatte ja nur die 7 Sachen. Seht hier das Tor, habe ich fotografiert, sieht schön wuchtig aus auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut, selber auch das Foto. Wenn ich sowas bekomme, müsst ihr mit reinnehmen. Andere machen Sportplatz, da siehst du einfach eine riesengroße grüne Wiese und du kannst kaum erkennen, dass das ein Sportplatz ist. Hier das Tor in den Vordergrund gestellt, passt. Auch das Umgebungsfoto so leicht am Tor vorbeigeschielt. Auf das andere Tor noch den Blickfang gelegt, die Wiese dazu. Finde ich also gut gemacht. Wie gesagt, Fotos machen viel aus. Und wenn wir jetzt wieder ins Spiel reingucken, stehen wir sogar noch hier. Das ist genial. Jetzt läuft er natürlich wieder weg. Den anderen haben wir gedreht. Den können wir auch gleich drehen. Sportplatz Weidersroda hat also geklappt, ist ins Spiel gekommen. 3 von 7 sind schon mal da. Sehr gut. Jetzt muss ich nur warten, dass das Internet wieder geht. Hier oben ist es immer ein bisschen schwer mit Empfang, obwohl man hier im Freien steht. Trotzdem, wir gehen zum nächsten, machen wieder hier Überblendung. Der Buddy hat noch einen Bonbon gefunden und melden uns gleich zurück. So, angekommen beim nächsten Wayspot. Was findet man in fast jedem Dorf, in fast jeder Ecke? Zumindest einmal im Dorf, in der Stadt vielleicht mehrmals. Ein Spielplatz, den haben wir ja letztens auch abgefilmt. Ich guck nochmal, dass ich den so hier drauf mache, drauf hab. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Die anderen hätten jetzt eine rote Bank eingereicht, eine Wippe eingereicht, einen Schneehaufen eingereicht, ein Häuschen und eine Rutsche extra. Wir haben das alles insgesamt gemacht. Gucken wieder ins Wayfahrer-Programm, was da steht. Kinderspielplatz, Weidersroda, ist auf jeden Fall akzeptiert. Schön die rote Rutsche in den Vordergrund gestellt. Das Umgebungsfoto auch nochmal von der Ferne, dass man sieht, dass das ein kompletter Spielplatz ist. Mit Schild zum Spielplatz, mit Mülleimer, alles drum und dran. Einziger Spielplatz in Weidersroda. Treffpunkt für Jung und Alt. Der ging natürlich auch durch. Den seht ihr hier. Da oben habt ihr Sportplatz und Vereinsheim. Hier den Spielplatz. Wenn wir hier drauf drücken, seht ihr schon. Kinderspielplatz Weidersroda. Also 4 von 7 im Spiel. Hat geklappt. Wunderbar. Wir ziehen jetzt weiter zum nächsten. Es wird immer spannender, denn die 2 krassesten Sachen hebe ich mir natürlich wieder bis zum Schluss auf. So, da sind wir angekommen am nächsten Wayspot. Und der hat mich am meisten geärgert, denn nachdem alle Wayspots schon abgelehnt wurden oder durchgevotet wurden, hat einer auf sich warten lassen. Und das war der Friedensbrunnen, beziehungsweise hier der kleine Brunnen mit dieser Friedenstaube und Zapfhahn, wie wir es genannt haben. Das seht ihr nochmal hier. Mit Taube, mit Zapfhahn, mit Schild, einfach so ein Stein vor dem Feuerwehrgebäude. Aber die Einfahrt ist ja hier drüben und hier ist ja ein Bürgersteig und hier ist eine Wiese und das ist ja hier nebendran. Das ist ja nicht in der Einfahrt, das stört ja nicht. Die Leute können sich genügend hier hinstellen, hier rumwuseln, das passt alles. Und es hat irgendwann endlich geklappt. Nachdem die nach einer Woche alle durch waren, musste ich bei dem fast 3 Wochen warten. Deswegen hat es so ewig gedauert, bis ich die Folge hier fertig machen kann. Ihr seht es aber hier, Friedensbrunnen akzeptiert, ist durchgegangen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Sieht auch richtig gut aus auf dem Bild. Das Umgebungsfoto haben wir auch noch, dass ich sehe, dass der hier mitten da steht. Extra die Feuerwehr hinter dem Baum versteckt, dass man die auch nicht sieht. Ein historischer Friedensbrunnen mit Friedenstaube und Zapfhahn. Das ist so genial. Ich dachte, die lehnen das ab wegen der Beschreibung, weil sie das als Bullshit empfinden. Ist aber nicht. Ging durch, wie man hier sieht. Und da habe ich jetzt ganz nah rangezoomt, damit ihr nicht seht, was daneben ist, denn das hebt man uns ja auf. Wenn wir hier drauf drücken, seht ihr auch schon Friedensbrunnen als Pokestop in Pokémon Go. 5 von 7 hat also auch geklappt. 2 Stück stehen noch aus. Bei dem einen habe ich gerade ein Problem, bei dem anderen nicht. Deswegen gehen wir erstmal zu dem ohne Probleme und mal gucken, wie viel Zeit ich investieren kann. Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück. So. Jetzt sind wir wieder angekommen am Judenfriedhof. Ihr konntet es euch schon denken, das sieht immer noch aus wie ein Geisterhaus. Guckt euch das an, wie brutal einfach nur. Ich drehe mich auch extra nochmal um. Da zum Tor wollten wir letztens noch rein.
was eigentlich ziemlich unethnisch ist und irgendwas richtig behindert einfach nur. Aber das Tor war zum Glück zu. Da klettert auch keiner drüber. Wir haben nur gedacht, vielleicht gibt es da noch was zu sehen. Wollte uns trotzdem da auch mal umschauen. Sieht auf jeden Fall sehr heftig aus alles. Ist also auch ein historischer Ort, eine Ruhestätte. Und das haben wir natürlich auch eingereicht. Gucken wir mal ins Wayfarer-Programm. Hier steht nämlich jetzt Judenfriedhof akzeptiert mit dem Haupteingang in Angedenken an die Ermordeten und Verstorbenen. Ach, da fehlt ein N. Jüdischen Mitbürger unserer Gemeinde. Ihr seht also wieder schön das Foto vom Pogestop ganz groß und in Szene gesetzt und von der Umgebung ein Stück weiter weg, dass man sieht, was da daneben ist. Das ist nicht mitten an der Straße, das ist so ein bisschen abgelegen. Und es steht natürlich akzeptiert dort, das heißt, ging durch, aber ist es auch im Spiel? Ja, es ist im Spiel und es ist auch eine Arena geworden. Da ihr hier nebendran natürlich den Stop habt von dem Steinkreuz, den wir euch vorhin gezeigt haben, haben wir hier jetzt einfach mal eine Arena bekommen. Und zufälligerweise ist die sogar gelb, der Judenfriedhof. Da sitzt der Outlaws XXX drin, Level 40. Der hat eine Bäre bisher gefüttert und sitzt schon seit 8 Tagen. Ihr seht, seit 8 Tagen gibt es hier schon die Arena. Und seit 8 Tagen musste ich warten und konnte mich nicht reinsetzen, weil ich erwarten musste, bis der komische Friedensbrunnen durchgeht. Wo steht er denn jetzt wieder? Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen im Spiel. Was ist das? Wir drücken mal kurz hier drauf. Friedhofskapelle Hessberg. Was ist? Was? Jetzt steht er in Hessberg mitten dort? Keine Ahnung. Was ist da schon wieder los? Wir bewegen uns mal ein bisschen und hoffen, der spackt wieder zurück. Das wäre nämlich nice. So, wir sind, glaube ich, hier wieder angekommen. Wir drücken mal schnell drauf, bevor er wieder weg ist. Setzen mal fix was hier rein. Nehmen mal das Kanivanya. Das habe ich nämlich zuletzt gebrütet auf dem Weg hierher zum Judenfriedhof. Gebrütet, gedreht, bam, neue Arena-Orden, Geschenk, neues Ei, alles beisammen. Richtig genial auf jeden Fall. Beim letzten Mal in Hessberg hat das ja schon geklappt, dass da eine Arena dabei war, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe von Zellen und mich damit überhaupt nicht beschäftigt habe. Einfach nur auf gut Glück was eingereicht. Trotzdem gab es in Hessberg eine Arena. Jetzt hier auch eine Arena, wunderbar, obwohl die halt richtig abgelegen ist. Ihr müsst hier auf der matschigen Wiese rumrennen. Das ist nicht schön, also. Und wer sich wundert, Ramses mit langer Hose, was ist da los? Gestern in C-Day, gestern war nämlich C-Day eigentlich, heute ist Sonntag, heute ist ja auch C-Day, aber anstatt C-Day zu spielen, renne ich hier rum und filme die Stops, weil heute ist auch Sonntag und Sonntag ist immer Muttertag. Da muss ich immer die Frau Mutter abholen und die rastet immer komplett aus, wenn ich eine kurze Hose anhabe. Deswegen immer, wenn ihr mich seht und ich habe eine lange Hose, dann bin ich entweder gerade auf dem Weg zur Mutter oder von der Mutter wieder heim. Und ansonsten sieht man mich eigentlich immer nur mit kurzer Hose. Auch beim C-Day gestern, 3 Stunden in der Kälte, richtig krass. Ich sitze also jetzt mit am Start, dem füttern wir hier auch mal ein Bärchen. Wir hauen mal 3 drauf, aber wir haben ja noch immer einen Stop übrig. Wer aufmerksam war, weiß, was noch fehlt. Da gehen wir jetzt noch hin, da müssen wir uns aber Zeit lassen, den Grund sage ich euch gleich. So, jetzt sind wir also beim letzten Stop angekommen und ich hatte ein Problem, als ich vorhin nämlich reingefahren bin, nach Weidersroda, ist genau an dem letzten Stop ein Raid aufgegangen. Wie kann bitte schön ein Raid aufgehen an einem Pokestop? Das hat einen einfachen Grund. Das ist nämlich kein Stop, das ist eine Arena geworden. Denn was steht aus? Das Schloss Weidersroda. Was wir jetzt hier noch haben, hinter mir, seht ihr das? Ne? Das haben wir von da vorne mal gefilmt. Jetzt laufen da Leute rum, da stehen lauter Autos. Da wollen wir mal nicht so aufdringlich sein. Ich zeige euch das mal kurz im Wayfarer. Schloss Weidersroda wurde auf jeden Fall auch akzeptiert. Und nicht nur das. Ich meine, das Foto sah hier richtig eklig aus. Das sieht einfach richtig alt und vergammelt aus. Muss noch gucken, wie wir das mit der Perspektive machen. An dem Tag war es wieder mal sehr dunkel und eklig. Dann hier das Umgebungsfoto. Hier rechts auf der Seite stehe ich jetzt ungefähr. Hammer gemacht, Hammer eingereicht, wurde akzeptiert. Und wenn ihr euch das jetzt hier im Spiel betrachtet, seht ihr schon, gelbe Arena. Richtig genial auf jeden Fall. Nicht nur, dass es eine Arena wird, dann ist er auch noch gelb, sodass man sich einfach bequem dazusetzen kann. Und wer sitzt hier wieder drin? Engelchen 11, seit 4 Tagen. Grüße gehen raus. Ne? Und
Tequila seit 5 Tagen. Wo ist denn der Typ von da vorne hin vom Judenfriedhof? Der ist nicht am Start, aber Engelchen, die ist auch bei uns mit in der Gruppe. Setzen wir mal das Blutzuck hier mit rein. Das habe ich eben da vorne noch gefangen. Ich musste nämlich warten, bis der Raid um ist, damit ich jetzt mich hier reinsetzen kann, damit ich den Stop drehen kann, damit ich das Ende noch filmen kann, damit ich jetzt fertig bin. Und ihr seht, richtig erfolgreich auf jeden Fall. 7 von 7 Pokestops, die eingereicht worden sind, angenommen worden und 2 davon sind zu Arenen geworden. Richtig genial. Wenn das nicht erfolgreich ist, wie sieht es bei euch so aus? Wie viel reicht ihr so in letzter Zeit ein? Was habt ihr für eine Erfolgschance? Wird da vieles übernommen? Wird da vieles abgelehnt? Woran wird das liegen, dass es abgelehnt wird? Guckt halt immer auf das Foto, auf die Beschreibung, auf das Umgebungsfoto, ganz wichtig. Toll, Verhampft und du seid jetzt Cyberfreunde. Digga, was ist mit ihm los? Nicht nur, dass gestern C-Day war und er hat nicht geöffnet. Nicht nur, dass heute C-Day war und er hätte heute theoretisch am C-Day öffnen können. Selbst wenn ich heute den kompletten C-Day gespielt hätte mit Glücksei, öffnet er einfach mal 14.35 Uhr nach dem C-Day, wo keine Sau annimmt und wo keine Sau zockt. Bei 14 Uhr werden die Botsteine hochgeklappt. Müsste ich theoretisch gleich löschen. Das hatte Stefan Landei nämlich auch immer so gemacht. Denn wer jetzt so mit den Punkten um sich geht, was wird das dann bei bester Freund? Ihr braucht dann 60 Tage zum Leveln auf bester Freund. Der andere öffnet nichts mehr von euch, der schickt auch nichts mehr. Dann denkt ihr, gut, morgen ist C-Day. Ich werde das schon hinkriegen, werde das schaukeln und dann lässt er euch ans Messer laufen, dann lässt er euch einfach nur über die Klippe springen und das für 60 Tage warten, das ist einem zu unsicher, dann lieber Leute, die bei dem Community Egg mitmachen, Leute, die beim C-Day spielen, Leute, die hin und her geben, die sich gegenseitig vertrauen und nicht Leute, die dann so hinterrücks irgendwann mitten in der Nacht aufmachen oder ihren Levelaufstieg einfach für sich irgendwann irgendwie machen oder halt nicht drauf achten. Das tut mir dann leid, verhanft, ne? Hat auch ewig gedauert jetzt, glaube ich, bis das soweit war. Wir drehen hier nochmal den Stop. Wir drehen uns nochmal um, zeigen uns nochmal hier die Reste vom Schloss, die wir jetzt so hier sehen, auf der Höhe. Laufen zurück, holen jetzt die Mutter ab, die sich heute hoffentlich nicht beschwert und nicht mit einem prügelt, sonst habe ich noch eine rote Nase, noch ein verkratzte Stirn dazu. Nicht nur vom Adi, auch nur von der Mama dann. Aber die sieht ja, ich habe ja heute eine lange Hose an, extra für sie. Da kann sie ja mal geschmeidig bleiben. Das war's wieder von 7 Tage 7 Stops, Ausgabe Weidersroda. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich sonst noch hin muss oder hin kann. Vielleicht könnten wir auch mal nach St. Bernhard. Da habe ich gehört, werden auch Stops benötigt. Die Heike hat gesagt, dass das cool wäre, wenn da mal jemand was einreichen würde. Vielleicht sehen wir uns also mal in St. Bernhard, reichen da was ein, machen da eine Folge drüber. Ansonsten fällt mir eigentlich kein Ort ein in der Nähe, was so ist, weil 1000 Kilometer möchte ich jetzt auch nicht fahren. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.